gegen Dortmund. Damit wurde der Brasilianer zum Vortänzer für einen kollektiven Freudentaumel. Und den zeigt uns jetzt Marc Schlömer. Gib mir ein Ball! Kahe spricht schlecht Deutsch. Gib mir ein Ball! Deshalb muss Marcel Janssen soufflieren. HUMBA Tetere Kahe bitte zum Tanz auf der Tabellenspitze. Der Brasilianer Choreograf der Gladbacher Afterwork-Party. In wenigen Wochen vom Ersatzspieler zum Mittelpunkt der Mannschaft. Das ist mir zum ersten Mal passiert, dass ich so im Vordergrund stehe und ein ganzes Stadion mich feiert. Dieser Sieg, dieser Abend, ein irres Gefühl. Das 71. Bundesliga-Duell der beiden Borussen war anfangs lange langweilig. Die Gladbacher in Weiß eröffneten die Partie erst so richtig nach 26 Minuten. Kahe mit der ersten Herausforderung für Dortmund. Der BVB von Coach Bert van Marwijk aufgrund eines Verkehrsstaus erst 50 Minuten vor dem Anpfiff angereist, verströmte dann aber Energie und Präsenz. Dank Gladbacher Hilfe bekommt Alexander Frey die Möglichkeit, die eigentlich einen Treffer zur Folge haben muss. Der Schweizer Nationalstürmer eher leger als entschlossen versuchte es gegen Keller. Sein erstes Negativerlebnis, denn nur wenig später wurde Frey sogar zum Wiederholungstäter. Der BVB setzte auf Tempo und Attacke und damit gleich die zweite Chance für Frey. Doch so viel Zeit gibt es nicht. Keller beendet die Bemühung. Gewartet, gezögert Alex Frey statt Zauber. Ein Zauderkünstler vor dem Tor. Dortmund nah dran und doch so weit weg. Wir waren überlegen, denke ich, die erste Halbzeit. Aggressiv nach vorne gespielt, mit der richtigen Mentalität. Und natürlich zwei unglaublich gute Chancen, ne? In der Stadt. Auf dass es 0:1, 0:2 steht, fährt das Tor an die andere Seite. Kahe selbst leitete den Gladbacher Gegenangriff ein und brachte sich dann in Position. Währenddessen wartete Theis auf Oliver Kirch und der da mit dem Service für Kahe. Das 1:0, die 39. Minute im vierten Einsatz, der vierte Treffer des Brasilianers. Nun schon doppelt so erfolgreich wie vergangene Saison. Vom Fehleinkauf zum Top-Torjäger. 6 Kilo hat er abgenommen, schlank, macht schnell. Kahe hat sein Gleichgewicht gefunden. Da ist er einfach auch jetzt, hat er mehr Sicherheit, mehr Selbstbewusstsein und er blüht eigentlich auf. Das ist aus seinem Umfeld ist zu hören, er ist ein ganz anderer geworden. In der zweiten Hälfte konzentrierte sich Gladbach aufs Kontern. Der eingewechselte Delura mit einem starken An- und Auftritt. Doch Kahe verpasste es frühzeitig, für klare Verhältnisse zu sorgen. Ansonsten machten die Gastgeber die Räume extrem eng und das Vorwärtsspiel für Dortmund dadurch schwer. Tyrala und Smolarek. Nach 75 Minuten mit dem letzten Offensivzeichen des BVB. Aber Keeper Casey Keller bleibt in dieser Saison im heimischen Stadion weiter ohne Gegentreffer. Der dritte Heimsieg in Folge war den Gladbachern nicht mehr zu nehmen. Deluras Alleingang am Ende ohne Erfolg. Es blieb beim 1:0 und somit gibt es nur eine Borussia, für die der Saisonstart gelungen ist. Borussia Mönchengladbach muss nun aber auch mal auswärts punkten, um oben mithalten zu können. Es ist wichtig und großartig, wie wir zu Hause zusammenhalten. Wir sind in der Tabelle vorn. Das gibt Kraft für die Zukunft. Kahe tanzte aus der Reihe und brachte Gladbach nach 8 Jahren zumindest kurzfristig zurück an die Tabellenspitze. Mehr Tänze und Tore in 30 Sekunden.